Hallo, sieht man mich? Ich sehe dich. Du siehst mich perfekt, ne? Wir sind ziemlich gut ausgeglichen. Perfekt. Hallo Leute, wir sind's wieder, Seth und Lena. Wir filmen heute ein Video, was wir eigentlich schon am Anfang des Sommers filmen wollten, aber, you know. Ihr kennt uns. Ja, wir sind immer ein paar Monate hinterher. Jedenfalls, heute gibt's ein Video über ein paar Cocktails aus der Dose, weil man sieht sie immer und man denkt sich, nee, lass mal. Also du denkst das. Ja. Und ja. Seth nimmt sich dann mal ab und an eine Dose mit. Psst. Ich wollte gerade sagen, ja, was wir sind sagen? So, wir sind solche Vorbilder, ne, dass wir diese Dosen jetzt bestimmt ein paar Monate im Kühlschrank hatten und dieses Video nicht aufgenommen haben, weil wir einfach nicht trinken wollen. So sieht es nämlich aus. Weil Alkohol ist einfach böse, Leute. Willst du erwähnen, dass du zwischendurch auch mal ein paar Dosen gekauft hast, die dich im Kühlschrank so getriggert haben? Sollst du das nicht verraten? Wir kennen uns nicht aus, wir haben nie in der Bar gearbeitet. Wir haben noch nie Alkohol getrunken. Wir sind jetzt auch nicht die super Experten, wir können nur sagen, ob es schmeckt das oder stimmt. Nicht. Ja, fangen wir damit an. Jo, jeder glaube, eine. Also wir haben hier Bacardi Mojito, Lime Mint Flavor. Der gute. Rum. 10% Volume. Das ist perfekt. Das Bitches. Und zeig dir jetzt auch mal. Ja, ich habe den guten. Wir haben den natürlich ein halbes Jahr im Kühlschrank gehabt, deshalb ist der jetzt extra kalt. Mega kalt. Je länger ihr den im Kühlschrank lässt, desto kälter ist er. Ja, auf jeden Fall. Also der ist quasi so kalt, der ist schon wieder heiß. Was hast du nochmal? Den guten Gin Tonic von Gordons. Gordons Dose. 2,69. Ja. Und mein Bacardi. Bestimmt auch so, 2,80. 2,79. Ja, okay. Der, also der schmeckt jetzt 10 Cent besser, ja. Ja, also preislich ähneln die sich auf jeden Fall. Mach mal auf. Warum? Was? Oh. Ich kann es gar nicht glauben, dieser Sound. Wir haben 10 Dosen alkoholische Getränke. Cheers! Ich muss jetzt schon ein Antikatermittel nehmen. Cheers! Also ich finde, es geht. Es ist halt ein Gin Tonic, ne? Wobei man sich jetzt mit dem Tonic nicht so viel Mühe gemacht hat. Es ist eher Gin. Ja, das ist aber Alkohol aus der Dose irgendwie immer. Die sind übelst krass. Ich finde den okay, der ist minzig. Ey, den Mojito, den haben wir tatsächlich jetzt mal Real Talk öfters mal getrunken, so in der Jungsgruppe. Man versteht sich. Und der geht tatsächlich klar. Der ist schon strong. Aber wenn man Gin mag, ist es okay. Also schmeckt auf jeden Fall nach Gin. Was würdest du dem geben? Auf jeden Fall 8 von 10, ja. Und 8,5. Ich würde auch sagen, so 7 von 10. Okay, eine 8. Der hier ist auf jeden Fall eine 7. Also der ist zwar strong, aber er schmeckt halt einfach nach Gin Tonic. Ja, es ist halt Gin Tonic, ne? Es ist halt und das, ich was mag es Gin ist. Tonic halt. Deshalb finde ich das gut. Es ist halt Gin Tonic mit fettem Gin. Fett im Gin? Was? Mit fettem Gin. Also okay. Das Gin unterstrichen. Okay, next. Was, du willst die? Du willst nicht den Jack Daniels? Nein, ich will nicht den Jack Daniels. Hilfe. Okay, wir tauschen. Warum? Wir trinken noch eh beides. Nee, passt schon. Sammy hat einen Jack Daniels, der 1,99 gekostet hat. Oh, das war aber ein Angebot. Ja, bestimmt. Die kosten normalerweise auch so Jack Daniels. Diese ja, Dosen sind ziemlich teuer. Und mein Manga Roja Batida Passion. Sag das Thema ganz schnell hintereinander. Batida Passion 2,59. Ey, wartet mal, ich habe ja hier diese meine Einkaufsliste, ne? Wollt ihr mal hören, von wann die ist? 25.03. Psst. Ich sag doch, wir wollen das schon das ganze. Sind die noch haltbar? Den ganzen oder? Sommer drehen. So, das hier ist mein Getränk. Ich habe Jackie Lynchburg Lemonade. Also quasi Whisky mit Limonade. Genau. So. Ey, aber du weißt, wenn ich Jack Daniels Dosenmischgetränk trinke, ja, dann verwandle ich mich automatisch in einen leicht übergewichtigen, schwitzigen Bauarbeiter in der Bahn. Also ist dein Risiko. Du musst ja nur einen kleinen Schluck nehmen. Okay. Ich weiß, du trägst die manchmal, ne? Aber mit diesem Cola-Dings, oder? Ich das habe ich aufgegeben. Die Zeiten sind vorbei. Weil jedes Mal, wenn ich davon einen Schluck trinke, dann schüttel ich mich. Die sind wirklich, wirklich widerlich. Eklig. Widerlich. Ja. Aber haben wir auf jeden Fall noch nie probiert. Und das hier riecht einfach wie dieses... Schluck. Das riecht wie dieses Eis, dieses Solero-Eis oder sowas. Oh, eigentlich das riecht geil. Ja, ne? Das aber geil. Wir mögen angenehm. Passionsfrucht richtig gerne. Ja. Okay, cheers. Boah, das ist süß, Alter. Das ist, als würde man irgendwas, so ein Bonbon lutschen oder sowas. Sehr, sehr mild, tatsächlich. Überraschend. Kostet mal. Das ist super süß. Also wenn man auf süße Sachen steht. Ganz mild. Das ist auf jeden Fall nicht mild. Doch, glaub, ist überraschend. Boah, Junge. Ist nicht so schlimm. Also echt nach diesem Cola-Zeug schüttel ich mich. Das ist besser als das Cola. Das ist mit auf Cola jeden Fall besser aufregender. Boah, Alter! Das,
Das ist fucking süß. Wow. Aber ich würde dem trotzdem noch vielleicht eine 6 von 10 geben. Das schmeckt wie so eine 5 von 10. Zuckerprinzessin im Zuckerwarenladen, Alter. Ja. Ja, krank. 10%, ne? 10%? Ja, voll krass, was? Oder? Ich meine, eine Einstiegsdroge hier. Es schmeckt gut, aber man muss wirklich Bock haben auf Kokos, auf Tropik und auf super süß. Das ist auch so ein bisschen dick, habe ich das Gefühl. Du bist dick. Ey, danach werde ich das alles alle ab. Ja. Ich auch. Also ich würde dem, was sagst du, 6 von 10? Ich würde auch zu 6, 7 tendieren, in einem Moment 7? So 6. Ja. Ach, wie krass. So gut. Und das? Ich finde das gar nicht so schlimm. Mhm. Ich würde dem vielleicht 4,5 oder 5 geben. Okay, wow. Ne, okay, eine 5. Wow. Okay, eine 5, ja. Mein Freund ist übrigens echt ein guter. 4,5. Von 10. Ja. Diese Tat, mein 5. Diese Jack. 5 von 10. Das ist halt immer noch übel strong, ey. Das ist so fucking strong. Dann hat das auch 10, oder nicht? Er hat gefühlt 25, ja, 10. Der schlägt so durch, der Alkohol. So heftig krass. Okay, nächste Runde bitte. Fühlst du es schon ein bisschen? Also bist du schon im Wipe? Aber das war schon nach dem ersten Drink. Okay. Ich habe halt ein schnelles System. Die müssen das, heute noch alle werden, das ne? Geht immer sofort ins Blut. Ja, du, dann kannst du mich aber einliefern. So, nächste okay. Runde, Freunde. Also hast du schön? Sorry, ich muss dein hübsches Gesicht verdecken. Du hast ein P2, ne? Der P2 Shrimp Premium Caipirinha. Den habe ich mir tatsächlich öfters mal gezogen. In letzter Zeit nicht mehr so, aber ich habe den mal ganz gut gefeiert. Also den kenne ich schon tatsächlich. Wie viel kostet der? Kostet auch so 2,50 roundabout. Ja, keine Ahnung. Sein. Irgendwie sowas. Okay, ich habe hier jedenfalls den Sex on the Beach von... Dem guten Wodka Gorbatschow. Es geht bergab irgendwie. Ja, ich glaube auch. Ja, schön. So, Gorbatschow-Dose 2,49. Oh, ja, muss ich ja auch leisten können. Ja, oh. Kosten alle so 2,50. Ja, jetzt. Aber weiß nicht, man gibt so 2,50, 3 Euro, je nachdem, welchen Supermarkt man geht, für so ein Getränk aus. Und dann hat man so eine Zuckerbrühe mit Wodka Gorbatschow. Yeah! Der ist ordentlich süß. Alte Zeiten, nein. Nee, das ist eine 3 von 10, sorry. Der hat so einen leichten... Boah, ist das süß. Jetzt, wenn ich den so trinke, der ist angenehmer, weil der ein bisschen säuerlich ist. Das ist tatsächlich ganz gut. Mhm. Der hat aber gerade so einen leichten Plastikgeschmack irgendwie. Weiß nicht, ob der noch reifbar ist. Boah, Junge, ekel, ja. Eklig. Ich guck gerade, wie lange der haltbar ist. Aber... Ey, ich habe den meiner Oma mitgebracht zum Geburtstag, weil die auf Caipirinha steht. Und ich dachte, das wäre halt... Es war das teuerste oder beste, was ich halt finden konnte. Und die wollte den gleich trinken. Und so... Also, Oma schmeckt... Bestimmt. Mehr. Hier unten steht 2052. Das kann es ja nicht sein, oder? Boah. Also das schmeckt nicht wie Sex on the Beach. Tut mir leid. Wenn du den Alkohol weglässt und das nur als Limonade, wäre das übelst geil. Wenn man auf künstlichen Saft steht, ja. Naja. Das ist eine 2 von 10, sorry Leute. Das war für mich eine 3 und das hier ist für mich eine 2. Oh, das finde ich nicht. Das finde ich besser. Ja. Also besser als eine 3? Ich finde eine 5 von 10. Was? Was hatten wir noch für eine 5 von 10? Der Jack Daniels. Ja, tatsächlich. Okay. Wobei, den Jack Daniels finde ich sogar fast ein bisschen schwächer als den. Tja, dann überdenk mal deine Entscheidung, mein Freund. Okay, weiter geht's. Was möchtest du? Diese Brause hier. Die Bowle, Erdbeerbowle, dachte ich mir schon. To go. Wir haben eine Erdbeerbowle. Ich glaube, die kostet so 1 Euro. Und den Premium Sovinello, Sovirinho, wie heißt das? Sovinello Secco Blanco to go. Seco to go, 99 Cent. Was denn? Riecht das? Nein! Wie Pisse! Ja. Warum riecht das? Wie abgestandenes Abwasser, Alter! Wow! To go! Wow, einfach nur wow! Natur selbst! Schmeckt's auch so. Ja, warte mal, ich konnte nicht. Das ist ein Brackwasser. Prost, Freunde. Wer trinkt denn das? Wenn du das mitbringst. Weißt du, so, die haben so diesen Style. Nee, Leute. Hier unten mit so einer Stadt drauf, weißt du, wie so Big City Life Girl steigst so in deinem knappen Dress in so eine Limousine. Ja, und dann so Prösterchen mit den Girls und du trinkst das.
Und alle sind und High Life und Party und eigentlich ist es übelst. Eigentlich ist es Pisse. Wenn die das verkörpern wollen, das ist ekelhaft. Das ist echt fucking Pisse. Das ist nicht mal ein guter Sekt, das ist gar nichts. Am Ende mischen wir alles zusammen. Oh, die Premium-Bowle. Ja. Apropos. Warum gibt es denn das nicht bei Karls? Bestimmt die süße Erdbeerlimonade mit halt. Ja, warum gibt es denn das nicht bei Karls? 5%. Mit natürlichen Aromen, aber wahrscheinlich. Nö, das kann man schon mal trinken. Was würdest du dem geben? Das schmeckt man fast den Alkohol gar nicht. Das ist 5%. 9 von 10 oder so. Ja. 8 von 10. Ja. Einig. Oder vielleicht auch nur eine 7. Weil Erdbeeren haben nämlich manchmal so einen komischen Eulengeschmack, so einen vergammelten Erdbeergeschmack. Und das hat das auch leicht. Was? Ja. Ich weiß nicht, wieso ich nochmal trinke. Ich werde immer... Hab nichts. Es geht uns gut. Ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen gärig leicht. Mhm. Wenn ihr frische Erdbeeren bevorzugt... Sag das doch nicht. Jetzt hast du es mir versaut. Ja. Und der andere, der Sekt da? Okay. Was würdest du dem geben? 1 von 10? Minus 1 von 10. Nee, ja. Minus 5. Wenn wir keine negativen haben, 0. Auf jeden Fall. Das ist wirklich widerlich. Also das ist wirklich nix. Jo, der letzte haben wir schon oft gesehen. Mhm. Und das war auch der erste Seltzer, Hart-Seltzer, von dem ich je gehört habe aus Amerika. Ja. Aus Podcasts, aus Vlogs von amerikanischen YouTubern. White Claw Hart-Seltzer. Und ich habe den noch nie getrunken und ich habe mich den ganzen Sommer zurückgehalten, den nicht zu trinken. Wer das nicht weiß, das ist quasi so... Sprudelwasser mit Geschmack. Ja, Sprudelwasser mit leichtem Geschmack und Alkohol. Ja, da ist halt Alkohol zugesetzt. Ja. 4,5% hier, nur 95 Kalorien, da nimmst du quasi ab, wenn du das trinkst. Hör mir auf. Okay, ich habe Geschmack Lime und du? Black Cherry. Black Cherry, oh, da bin ich gespannt drauf. Ja? Ja. Oh fuck, das ist echt wie Wasser mit Geschmack. Ja, es schmeckt wie Kloreiniger, es tut mir leid. Das schmeckt wie Wasser mit Geschmack. Das ist halt ein Problem, das haben diese ganzen Hartsälzer, die schmecken nicht nach Alkohol. Das schmeckt wie Wasser mit ein bisschen Geschmack. Punkt, finite. Aber das sind halt 4,5%, also krass, wie ein schwaches Bier, sag ich jetzt mal. Aber also, das ist schon doll. Der schmeckt richtig gut. Der schmeckt gut? Der schmeckt wie ein Klostein. Also es ist halt auch so dieses Leim, das so ist schwieriger Geschmack. Kennst du diese Brausetabletten? So Vitamin-Brausetabletten? So schmeckt das. Also das hier ist nur eine 5 von 10. Es dreht sich halt weg. Aber schön ist es nicht. Es trinkt sich weg, weil es halt wie Wasser ist mit Sprudel. Und es ist halt nicht schlimm, du schüttelst dich nicht bei jedem Schluck. So. Also. Du musst dich nicht durchbeißen. Ne? Nee. Aber das ist gut. Das ist schon eine 9 von 10. 9 würde ich nicht geben. Aber eine 7 bis 8. So, was ist denn jetzt unser Favorit eigentlich? Mein Favorit ist... Gordons. Boah, das ist schwer. Bacardi. Also der ist es auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, in den oberen beiden ist auf jeden Fall Black Cherry, Hard Seltzer, diese Erdbeerbowle und was war es noch? Das hier? Ich schwanke tatsächlich zwischen den beiden. Zwischen Mangaroca Abatida Passion und dem Mojito von Bacardi. Die sind einfach stabil. Ja. Die sind zwar auch ein bisschen süß, aber die sind schon stabil. Die kann man schon mal wegsnacken auf jeden Fall. Nö, die finde ich gut. Die sorgen zwar auch nicht dafür, dass ich mehr gerade ausgucken kann, aber... Du hast recht, das ist keine 9. Das ist eine 8. Tja, Leute, wo der Junge recht hat. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielleicht nehmen wir jetzt noch ein Video auf. Drunk irgendwas. Nee. Weiß ich nicht. Oh, was machen wir? Gaming? Wir können auf jeden Fall nachfüllen, falls das Drunk irgendwie weggeht. Aber auf jeden Fall genug, ja. Okay, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben Stief.